Wir haben einmal die Skills unten auf dem Shopfloor, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, wie der Jörn schon erwähnt hat, dynamisch gewisse Funktionen anzusteuern, die wir semantisch beschrieben haben, um so eine möglichst modulare und flexible Produktion umzusetzen. Diese Skills, die wir ansteuern können, werden durch Capabilities beschrieben. Das heißt, eine Capability ist eine ganz abstrakte, generische Beschreibung von einem oder auch mehreren Skills, die wir in einer Reihenfolge ausführen. Und mit der können wir einfach dann eine gewisse Funktion in unserer Produktionsumgebung umsetzen. Und dann auf dem Top-Level am Ende bilden diese Capabilities Services. Das heißt zum Beispiel, ein Service könnte sein, den ich anbiete, eine Fräsoperation als sparendes Unternehmen zum Beispiel, als verarbeitendes Unternehmen. Und aus meinen Capabilities, die ich vorhanden habe, kann ich dann eben mein Produkt, das ich gerne fertigen will, zusammenstellen und das Ganze mit den Skills dann auch in die Realität umsetzen.